Tschüss, danke fürs Mitnehmen. Wiedersehen. Aber Kamapua konnte sich... Gehören Sie zur Familie der Braut? Ich bin vom Party-Service. Wir kontrollieren, ob sich die Gäste auch richtig amüsieren. Amüsieren? Die Musik zum Beispiel ist viel zu getragen. Was ist Musik für ältere Semester? Schließlich wird er 60. Nächstes Jahr. Ich bin seine Ex-Frau. Die Ex-Frau Nummer 1. Zogen wie ein Kleinkind. Aber er hat ein großes Herz. Meine Nachfolgerin. Er ist ein Weiberheld. Ich war seine zweite Frau. Der Scheidungsgrund war seelische Grausamkeit. If you know what I mean. Aber er war ein süßes Arm. Er ist ein gewissenloser Sadist. Ich bedauere, dass wir nur noch gute Freunde sind. Ich bin die Nummer 4. Er hat mich sexuell überfordert. Er hatte ja nichts anderes im Kopf. Aber ich konnte ihm einfach nichts abschlagen. Er war gut zu uns allen. Er ist gut zu jeder Frau. Tanzen Sie? Bedauere.
Wie heißt du? Max. Du bist nicht eingeladen, stimmt? Ich kenne alle Gäste. Stimmt. Stößt du trotzdem mit mir an? Und mit wem telefonierst du mitten in der Nacht? Du fragst wie eine erwachsene Frau. Ich habe ein Recht zu fragen. Ich bin die Schwester der Braut. Warst du schon mal verliebt? Aber deswegen habe ich nicht nachts telefoniert. Du hast Liebeskummer. Ich habe mich in eine Frau verliebt, die ich nicht kenne. In eine Frau, die du nicht kennst? Ja. Neulich wollte ich Kinokarten bestellen und habe mich verwählt. Sie hat nur ein Wort gesagt. Hallo. Und dann, sie sind falsch verbunden. Ich habe sofort gewusst, die Frau ist anders als alle anderen. Das ist die Frau, von der ich mein Leben lang geträumt habe. Warum suchst du sie nicht? Du musst es dir nur richtig wünschen. Dann findest du sie auch. Was bekomme ich von dir, wenn ich sie finde? Einen Kuss? Wie alt bist du? Kriege ich einen Kuss oder kriege ich keinen? Gut. Einverstanden. Alles hinzuschmeißen und von vorne anzufangen. Haben Sie manchmal den Eindruck, Ihr Leben ist wie ein Gang über zu dünnes Eis? Sie haben die Chance, sich hemmungslos gehen zu lassen, ohne dafür bestraft zu werden. Was würden Sie tun?